So, zweite Mission, die ich euch zeigen kann in diesem kleinen Preview-Let's Play von Warhammer 40k Battle Sector. Beginn einer Mission, die schon ein bisschen komplizierter ist als die, die wir vorher hatten. Die haben alle schon gefeuert. Der hat nur einen Aktionspunkt und kann normal feuern. Auf den hier, ne? Aber ist eine schlechte Reichweite. Ja, trotzdem, viel mehr kann er ja nicht machen. Einmal normal angreifen, bitte. Du musst ja nur einmal treffen, das reicht schon aus. Ja, super, alles gut. Kann nur ein Feld, ach, das ein Feld weiter vorziehen, das hätten wir auch vorher machen können. So, und jetzt können wir den anderen schneller vorziehen. Das sind unsere Helden hier. Versuchen uns hier rechts durchzubewegen. Ziehe ich auch weit für. Bin ich sogar gerne bereit, Aktionspunkte in Bewegungspunkte umzuwandeln. Hauptsache, wir können schön weit. Und entdecken wieder Feinde. Okay. Der zieht vor bis hierhin. Da hat er noch einen Aktionspunkt übrig. Ich könnte die Musik die ganze Nacht hören, meinte Bruder Kunewin. Auch deshalb ruhig schon mal weiter. Jetzt haben wir noch einen Aktionspunkt, einen umgewandelten Bewegung, den anderen nicht. Overwatch macht aber keinen Sinn. Er feuert nur auf kürzeste Distanz erfolgreich. Ihm ist es ähnlich. Wir ziehen möglichst schnell dem Feind entgegen. Und die ziehen wir mal in die Mitte, dann haben wir die Option, denen links zu helfen oder rechts. So, und da haben wir noch einen Aktionspunkt, machen einmal Overwatch. Hier hin. Der hatte schon Overwatch. Der macht bitte einmal Overwatch. Der hat keinen Overwatch. Kein Overwatch da. Dann kann der auch einen Punkt vorziehen. Und jetzt haben, glaube ich, alle ihre Aktionspunkte verbraucht. Ja, alle haben gezogen. Und eine Runde weiter. Jetzt bin ich sehr gespannt, was dieses dicke, fette Monster uns eventuell an Schaden zufügt. Alle abgeblockt. Nein! Jeder einzelne Schuss abgeblockt. Gott. Oh, die kam vom letzten Mal. Vergiften wieder das Gelände. Jeder einzelne Schuss abgeblockt. Jeder. Die vergiften auch das Gelände. Automatischer Angriff. Ganz geringer Schaden. Wie gut ist denn automatischer Angriff? Aber aus der Entfernung treffen die doch niemanden. Das war nicht mal Overwatch, das war ein vollautomatischer Angriff. Da kommen Fallen von hinten. Aber da blocken wir wiederum deren Schüsse ab, aufgrund unserer Panzerung. Vielleicht weil unser Rüstungswert so groß ist, dass es deshalb abgeblockt worden ist. Oh Gott. Schattenkleister. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten beim Startpunkt bleiben sollen mit den beiden. Und die anderen kommen dann rüber und helfen. Weil da waren die wie in einer Sackgasse geschützt von mehreren Seiten.
Wir hätten hier bleiben sollen, hier unten. Vielleicht. Wäre natürlich auch eine riskante Strategie gewesen. Rein defensiv. Tante, danke an Melanie. Tante Mimi hat ein Abo verschenkt an Nari. Danke an Jack. Jack hat abonniert. Danke an Jack. Danke an Shaku für 3 Monate Abo. Danke an Kroto für 10 Monate. Eisphönix für 14 Monate. Ja, also ich würde echt sagen, wir ziehen ein Stück zurück, oder? Die kommt zu zweit ja nie durch. Das ist wenigstens ein geschützter Raum. Und so schnell kommen wir nicht zur Hilfe. Wir können nur wieder zurücklaufen. Zurücklaufen und das hier nur... Und das vielleicht wieder aktivieren. Das, wir hatten das ja deaktiviert. Das war unser Schutz gewesen. Wir haben die Flammenwände deaktiviert. Die hätten wir wieder aktivieren sollen, Leute. Ernsthaft. Die schützen uns. Wir laufen den ganzen Weg wieder zurück, wenn wir können. 4 Aktionspunkte. Wir laufen den ganzen Weg wieder zurück. Kein Witz. On my way. Alles wieder zurück. Zwei Aktionspunkte. What needs fixing? Erstmal kämpfen. Wir können kämpfen und nicht kämpfen in beliebiger Reihenfolge. Das heißt, wir können mit einem Aktionspunkt einmal das hier benutzen. Wir haben noch einen Aktionspunkt. Das ist die optimale Angriffsreichweite. Der Trupp ist jetzt weg. Er hat keine Aktionspunkte mehr. Jetzt zieht er gleich zurück. Der hier. Wie viele Trefferpunkte hat er? Der hat noch genug. Er kann ihn reparieren, das brauchen wir aber im Moment nicht. Die Pistole nützt uns gar nichts. Wir ziehen mit ihm hier drauf. Jetzt machen wir das wieder an, aber vorher muss er natürlich rauslaufen. Sonst wäre das ein bisschen doof. They cannot stop me. Dreht sich um und er benutzt jetzt hier. Hey, ist das nicht mehr möglich? Ich habe da eben ein Steuerpult für interagieren. Er hat doch zwei. Es geht nicht mehr. Nein, Leute, nicht im Ernst. Man kann es aktivieren, deaktivieren, aber nicht aktivieren in dieser Mission. Das ist ein Steuerpult, das hat man benutzt, um das zu deaktivieren. Das Aktivieren geht jetzt nicht mehr. WB hat es kaputt gemacht, das könnte sein. Leute, es ist ja nicht zu fassen. Wir können das nicht wieder anmachen. Sollen wir die Mission nochmal starten mit dem Wissen? Dann hier bleiben. Und nur, wenn wir sicher sind, dann rauslaufen. Weil das macht, ist das so völlig witzlos. Das haben wir in Kürze wieder verloren. Was meint ihr? Ich frage mal unseren Marcel, der stellvertretend für die Community mit dabei ist. Marcel, wie siehst du das? In dem Fall kann man ruhig mal neu starten. Ich will wissen, was passiert, Herr Matze. Das kannst du gerne. Aber ich sage ganz ehrlich, wir können das so ausprobieren mit dem Fehler, den wir gemacht haben. Aber ich dachte, ich lade da nicht nochmal neu. Entweder jetzt neu laden und dann die Partie erleben, aber nicht zweimal neu laden. Das mache ich nicht. Einmal neu laden mache ich nicht zweimal. Einmal, aber nicht zweimal. Ich probiere jetzt nicht etwas aus, von dem ich mir denke, mit extremer Wahrscheinlichkeit haben wir die Mission jetzt schon verkackt und dann lade ich nachher neu. So weit geht meine Leidensfähigkeit nicht. Das macht so keinen Sinn. Und diesmal überspringen wir die Erklärung, weil so funktioniert das nicht.
Die waren unser Schutz für diese Flammenteile. Und dann, wenn dann unsere Leute kommen und uns helfen und neben uns stehen, dann deaktivieren wir die. Aber die aktivieren wir nicht zu Beginn. Neu laden, sonst ist es in zwei Zügen Ende, meint ein gewisser Mike im Chat. So. The help is appreciated, Sergeant. But if those Promethean flow controls aren't shut down, it's not just the Gaunts that are going to end up incinerated over here. Understood. We'll see to it, Tech Marine. My power is yours to command. Also, die bleiben hier in dem Raum, der sich zu schützen scheint. Es wird uns vorgeschlagen. Guck mal, er wird aktiviert. Uns wird angezeigt, fangt mit dem an. Es wird dir gerade zu nahe gelegt, dass wir das hier ausschalten. Deshalb haben wir das auch gemacht. Und dann muss das ausschalten, damit man hier hingehen kann, um das auch ausschalten zu können. Nur deshalb muss man das machen. Zulassen. Den können wir ausschalten. Aber warum soll man den im Augenblick ausschalten? Was haben wir davon? Wir wollen ja, dass es eng bleibt. Der Feind ist eine Überzahl. Die kommen ihnen eventuell, wenn sie hier durchkommen, in großen Mengen durch. Und auf je mehr Felder, die sie stellen können, desto doofer für uns. Je weniger Spielraum die zu manövrieren haben, desto besser. Wir lassen den erstmal an. Ja. Mit dem hier. Ja, das macht keinen Sinn. Mit dem hier stellen wir uns. Wir gehen außer. Der muss überleben. Der stellt sich hier hin. Deckt hier Leute auf. Haben die einen Angriff aus Entfernung? Haben die einen Granatenangriff? Ich glaube nicht. Wir stellen ihn so hin. Dann sagen wir ihn Overwatch für diese Geländefelder hier. Da, je gelber, desto effektiver. Und so kann er feuern. Forever watching. Das ist Overwatch. Und der Kollege hier, der hat eine noch kürzere Reichweite. On my way. Zieht eins hier hin. Das war jetzt witzlos. Der muss schon... Also wenn er wirklich... Ich glaube nicht, dass dessen Schüsse... Sind die Panzer durchbrechend, die Bolt Pistol? Armor Piecing, also Rüstung zerfetzen, nur einer Wert. Und der hier, der hat sicher einen super Rüstungswert, ne? Rüstung 9. Genau wie der hier, der hat einen Rüstungswert von, na, steht das hier irgendwo? Da, 7. Das heißt, der ist im Kampf gar nicht geeignet. Wir könnten sogar sagen, wir stellen ihn nach rechts und dann repariert er hier links immer. Er kann ihn ja, jetzt wisst ihr nicht, wie lange der Cooldown ist hier. Wir machen das genau umgekehrt. Wir stellen ihn hier hin. Drehen ihn hier hin. Und er ist zum Reparieren gedacht. Er hier. Und er macht jetzt hier mit in Overwatch. So deckt er auch mehr Geländefelder ab und er bleibt hier halbwegs geschützt und sicher und repariert ihn immer, weil er selber ja aggressiv nichts drauf hat. So sollte es funktionieren. So, jetzt geht er wieder hier rüber zu denen hier hinten.
Und jetzt ziehen wir wieder eine kleine Gruppe nach links, eine große nach rechts. Oder sagen wir, wenn die beiden da hinten packen das. Wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal das Teil da links deaktivieren. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wir können auch mit allen... Was wir auch machen können, wir können mit allen hier rüber rennen. Dann das hier säubern und dann von hier aus denen in die Rücken fallen. Das dauert allerdings lange. Alternative ist halbe halbe. Eine Hälfte hier runter, eine Hälfte hier lang. Wollen wir es freiwillig aufsplitten? Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Die Frage ist hier mit allen hier hin und dann hier durch. Strategie 1 oder Strategie 2. Wir splitten die in zwei Hälften. Die eine Hälfte zieht hier hin und dann hier durch. Und die andere Hälfte zieht hier einmal quer durch. Wir müssen auf jeden Fall, ist das der Endpunkt. Und wir müssen auf jeden Fall hier drüber. Also Strategie 1, alle zusammen hier lang. Vorteil, das wird ausgeschaltet. Das ist sowieso. Wir bleiben zusammen. Nachteil, wir haben einen längeren Weg. Strategie 2, wir sind eher hier unten. Das ist der Vorteil. Nachteil, wahrscheinlich mehr Verluste. Mit allen mitten durch, dann haben wir verloren. Wir müssen binnen 4 Runden ja das hier ausgeschaltet haben. Rüber, deshalb geht das nicht. Steffi meint, mindestens einen Hellblaster in Richtung des Dreadnoughts gehen, wegen der Rüstungskaputtmacher-Effekts, ne? Sprinttruppen zum Missionsziel, Rest zum Dreadnought. Kann man machen. Allerdings müssen die Sprinttruppen sich auch verteidigen können. Oder man kalkuliert Verlustzahlen. Auf jeden Fall im Prinzip, diese Sache mit den Sprinttruppen, das hatte ich ja zuerst auch gedacht. Wir hatten hier ja beim ersten Versuch. Hier, die wollten wir ja links durchziehen. Wir machen es halbe mal. Wir probieren es mal einfach aus. Also, Steffi meinte eben die Hellblasters. Die seien gut gegen Rüstung. Wir gucken, was die haben. Armor Piecing, also ich mache Rüstung kaputt, Wert 4. Das ist gut. Da kann man mitarbeiten. Was haben die anderen drauf bei Rüstung kaputt machen? Das ist ganz schlecht. Mit in Sachen Rüstung kaputt machen. Und die Helden? Auch nicht. Es hängt ja immer mit... Doch, hier. Die Kettensäge. Die macht ordentlich Rüstung kaputt. 5er Rüstung kaputt macht Wert. Das ist der zweite Hälfte. Nett auch. Auch eine Kettensäge. Das heißt, auch Rüstung kaputt macht 5, ansonsten 3. Die kommen ganz gut damit klar. Die links, die haben keinerlei Bewaffnung, die Rüstung kaputt macht, nennenswert. Dann schicken wir die Rüstung kaputt machen nach oben. Also auch beide Helden und so ein paar kleinere nach links. Müsste sie irgendwie ausprobieren. Overwatch. So. Er zieht auch vor. Overwatch, dann noch den Landspeeder. Der ist echt sehr flink. Oh, der hat eine schöne lange Schussreichweite. Ziehen wir den Intercessor hier nach oben hin. Assault Marines ready. Das sind wieder, die sind auch mit Kettensäge. Wir wollten erstmal den hier wieder kaputt machen. Haben die Rüstung hier. Eine Rüstung wert nur.
Das heißt, die Hellblasters sind eigentlich mit ihren Anti-Rüstungswaffen nur bedingt dafür geeignet. Mehr die Aggressoren zum Beispiel. Die müssen immer ganz dicht an den Feind ran, um feuern zu können. Können sie auch. Die müssten eigentlich noch dichter rangehen. Aber dann können sie, glaube ich, im automatischen Gegenangriff erwischt werden. Aber so, das ist schon mal ganz gut. Ja. Wie viel haben sie jetzt noch? Drei. Ja, das ist doch gut. Jetzt nochmal zweimal und dann Ende Gelände. Plasmafire support ready. Das sind die Hellblaster, das ist noch ein Aggressor. Assault Marines ready. Nehmen wir einen von den Hellblasters vor. Er hat eine Schussreichweite, eine optimale von 1, 2, 3, eine Genauigkeit von 4 Feldern. Moving into position. Andererseits sollten wir ihn so schnellstmöglich an der Front haben, ne? Nehmen wir mal die hinteren Hellblasters und ziehen die vor. Moving into position. Ja, jetzt haben wir die optimale Reichweite. Target acquired. Klasse. Ja, jetzt sind noch... Einer ist noch da, ne? Einer mit 3 Trefferpunkten. Heavy fire support. Dann ziehen wir die nach vorne. Fahren hier einmal aufs Ziel drauf. Da ist. Ist es. Ach, ist gar nicht mehr in Reichweite, ne? Den Granatwerfer will ich nicht. Ich glaube, der hatte so ein langes Cooldown. Das geht, aber da brauchen wir ewig. Haben wir ewig Cooldown. Das machen wir anders. Das lösen wir über einen der Helden her. Er hat allerdings auch nur eine Bolt-Pistole, hat aber 2 Aktionspunkte. Das heißt, wenn der einen Aktionspunkt ausgeben würde für ich zieh mal schneller, dann kann er immer noch einmal feuern. Mhm. Das heißt, wir ziehen mit ihm jetzt einmal hier vor. Dann verliert er einen Aktionspunkt, einen behalten wir. Klasse. Das hat geklappt. Ziehen wir uns den Sergeant hier auch noch vor. Plasma Fire Support ready. Einmal Overwatch bitte. Das ist die beste Reichweite. Der zieht auch weit vor. Einmal bis da vorne, bitte. Feuern kann er nicht mehr. Und dann nehmen wir... Links oder rechts rum? Wir stecken erstmal ein paar hier in die Mitte. Mit dem laufen wir bis hier hin. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher und decken das hier ab mit Overwatch. Hier noch ein paar Kollegen. Ein Teil kann dann hier, ein Teil kann dann hier und einer nach links. Schwärmen wir aus.
Ach, der hat kein Overwatch. Da kann er auch weiterziehen und der hat auch kein Overwatch. Dann ziehen wir einen nach links und einen nach rechts. Dann haben wir, glaube ich, mit allen gezogen und können auf eine Runde weiterklicken. Einmal checken, einmal durchtappen, ob irgendwann ein Aktionspunkt ist. Das ist die orange Faust. Der kann noch. Dann ziehen wir mit ihm noch eins weiter vor oder machen Overwatch. Eins weiter vor. Reichweite ist zu kurz. I am ready to help. Ja, alle haben einmal gezogen und eine Runde weiter. Bin ich mal sehr gespannt, was hier hinten passiert. Wer hat nur einen Aktionspunkt? Er hat nur einen. Okay. I'll keep an eye out. So nett, dass das Programm jetzt drauf. Oh Gott, wenn ich den sehe. Unser Overwatch reingezogen, blockt alles. Jetzt hat er bei dem hat er ein paar Schüsse verloren. Oh, jetzt verlieren wir mächtig an Trefferpunkten, aber der steht neben ihm und kann ihn gleich heilen. Was ich nicht weiß, ob das Heilen auch einen Cooldown bei uns hat. Da kommen Einheiten runter, werden von uns angegriffen wiederum. Machen wir diese eklige Brühe, durch die wir gleich durchziehen müssen. Das ist doof. Oh, und die gehen selber auch in den Overwatch. Na danke. Boah, ich sowas hasse. Eine KI, die selber in den Overwatch-Modus geht. Vielen lieben Dank.